Willkommen zurück zu SFS. Ja, kein Kolonie, dafür was anderes. Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt, wenn ihr euch so ein bisschen schlau macht. Nämlich ist letzte Woche Donnerstag etwas passiert. Genau am 18.02. spät am Abend, so etwa um 22 Uhr, da ist ein Rover auf dem Mars gelandet. Ganz genau, Perseverance. Und den habe ich hier mal grob nachgebaut. Und da ist natürlich in Wirklichkeit sehr viel mehr drin, ne? Aber hier haben wir das mal in klein. Hier hinten haben wir eine Sonde, die soll eigentlich das RTG, also die Radionuklidbatterie des Rovers nachstellen. Das ist halt so ein Mini-Atomreaktor. Dann haben wir hier unten die Räder. Die hinteren beiden Räder sind so über so Stangen aneinander verbunden. Und das ist natürlich, dieses Rad ist weiter weg. Hier haben wir eine große Box. Da ist hier bei uns nur Treibstoff drin. Aber in Wirklichkeit sind da eine ganze Menge wissenschaftliche Experimente eingebaut. Unter anderem eben auch ein richtig krasser Laser. Dieser Rover kann mit einem Roverarm, nämlich Gestein aus dem Marsboden heraussammeln und dann mit Hilfe eines Lasers genau untersuchen lassen. Und diese Fundstücke werden dann auch immer wieder hinterlassen in so kleinen Metalldosen. Die werden dann in späteren Missionen wieder eingesammelt und zur Erde natürlich gebracht, nicht zum Mars, nicht zum Mond, zur Erde. Damit wir sie auch selber hier auf der Erde mit natürlich noch besserem Equipment viel besser untersuchen können. Und das ganze Ding hat natürlich auch noch einen riesen Arm für den Bohrer hier vorne, aber da kann man jetzt schlecht noch irgendwas hinklatschen, deshalb habe ich es erstmal weggelassen. Und dann haben wir hier noch den Turm, den Kameraturm, wo mehrere Kameras und auch noch ein paar Laser drin sind, die dann halt auch Fotos von der Umgebung machen. Und Perseverance hatte auch schon einen großen Bruder quasi, nämlich Curiosity. Und Curiosity ist auch schon seit einiger Zeit jetzt auf dem Mars. Und das Modell von Perseverance basiert eigentlich zum größten Teil darauf. Ist auch eigentlich genau dasselbe. Der Flug, die Landung ist auch komplett dasselbe eigentlich. Nur halt mit neuen Experimenten. Zum Beispiel eben dieser coole Gesteinslaser. Außerdem noch Experimente, um Sauerstoff herzustellen, um Wasser zu finden und so weiter und so fort. Und eine Sache, die ich hier leider schlecht zeigen kann, ist nämlich folgendes. Dieser Rover hat noch einen kleinen Kumpan mit dabei, einen klitzekleinen Freund. Und zwar ist es in dem Fall ein kleiner Helikopter. Und der soll dann für wenige Minuten immer auf dem Mars fliegen können. Und ich würde sagen, zoomen wir mal ein bisschen raus und fahren wir noch ein bisschen weiter. Der Rover ist, die Sonde, der kleine Helikopter, ist recht klein im Vergleich zu Perseverance. Und ihr seht da gerade rechts, was aufgetaucht ist. Ja, ich habe ein bisschen herumgetüftelt und ein bisschen größeren Perseverance gebaut. Es ist keine perfekte Skalierung oder so, oder eigentlich irgendwas. Es ist einfach nur zusammengeschusterter Schrott, ja. Und da haben wir auch schon Ingenuity, der kleine Helikopter oben drauf. Der hat zwei Rotoren, hier die beiden schwarzen Teile, und obendrauf nochmal Solarzellen, damit während dem Flug auch die Batterien wieder aufgeladen werden können. Der Rest besteht quasi nur aus dieser einen Box mit den Landebeinen dran. Und natürlich sind in dieser Box die Batterien für Ingenuity, aber auch einige Kameras, die dann zu Perseverance, also die Bilder werden dann zu Perseverance gesendet. Und dann kann Perseverance damit
interessante Orte finden und wie man auch zu bestimmten Orten hinkommt. Manchmal ist es nämlich ziemlich gefährlich für die Rover, zum Beispiel bei Sand. Ja, das ist ganz gefährlich für die Rover, wenn sie darin stecken bleiben und nicht mehr rauskommen, dann ist das schon quasi das Ende für die Rover. So sind zum Beispiel Spirit und ich glaube auch Opportunity eben gestorben, kann man sagen. Deshalb wird Ingenuity dafür verwendet, den Weg ausfindig zu machen, wo dann Perseverance langfahren kann, noch generell die erste Sonde sein auf dem Mars, die herumfliegen kann. Und die Landung, die hat halt schon erfolgt und sie waren natürlich auch erfolgreich, was sehr schön ist. Und deshalb wollte ich hier so ein kleines Spezial machen, ja, so ein kleines SFS-Spezial und euch einfach nur sagen, Perseverance hat es geschafft. Ich habe natürlich den Livestream der NASA verfolgt und habe dann mit angesehen, wie Perseverance auf dem Marsboden gelandet ist. Ja, das war's eigentlich schon von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.